Las Vegas, das glitzernde Spielerparadies mitten in der Wüste. Es ist laut, es ist schräg. Kaum einer kennt diese verrückte Stadt so gut wie er. René Meinert, der 43-Jährige, ist der einzige deutsche Tourguide. Las Vegas ist das Disneyland für Erwachsene. Entweder liebt man Vegas oder man hasst es. Ich liebe Vegas. 9 Uhr morgens am berühmten Strip. Tourguide René Meinert holt seine ersten Gäste des Tages ab. Es steht die City VIP Tour an. Schönes Wetter mitgebracht, 36 Grad um 9 Uhr morgens. Oh, oder? Willkommen in Las Vegas. Na, dann kommt mit. In den nächsten 3 Stunden will der 43-Jährige seine Gäste Sigi, René und Patrick durch seine Heimat führen, sie mit Informationen und Eindrücken versorgen. Ich erkläre euch jedes einzelne Hotel. Wie groß, wie teuer, wie viele Betten, welche Shows stattfinden und so weiter. Und ich verspreche euch, am Ende der Tour wisst ihr nicht mehr, was ich am Anfang gesagt habe. So baller ich euch mit Informationen zu. Und so soll es auch sein. Die Erwartungen der Gäste sind dementsprechend hoch. Man kennt den Strip, das kennt man ja relativ gut und da weiß man auch alles. Natürlich gibt es auch hier extrem viele Hintergrundgeschichten zu den gesamten Hotels und so. Aber was jetzt schon wichtig ist, das Ganze drumherum. Und das soll René liefern. Der gebürtige Berliner kommt 2013 in die USA, will hier einen Exporthandel für Elektroteile aufbauen. Dass er stattdessen deutsche Touristen durch Vegas kutschiert, hätte er nie gedacht. Also ich bin ja durch Zufall Tourguide geworden, mehr oder weniger, weil die Firma vor Jahren zum Verkauf stand und ich habe da richtig mein Element drin gefunden. Mir macht das richtig Spaß. Ich liebe Amerika, ich liebe Las Vegas und es ist einfach toll, deutschen Gästen oder deutschsprachigen Gästen diese Stadt näher zu bringen. Los geht es am berühmten Las Vegas Boulevard, besser bekannt als Strip. An dieser knapp 7 Kilometer langen Straße finden sich 14 der 20 größten Hotels der Welt. Eines verrückter als das andere. Wir haben hier ein Märchenschloss in die Wüste gebaut. Excalibur. Wenn du das irgendjemand erzählt, der sagt, die Amis sind krank. Ja, die sind krank, aber es ist cool. Rechte Seite, New York, New York Hotel. Wir haben eine Achterbahn ums Hotel rum. Wir haben eine Pyramide gebaut, das Luxor Hotel. Wir haben oben Lichtstrahl an der Spitze. Dieser Lichtstrahl ist so hell. Piloten, die in Los Angeles starten und können aus dem Cockpit bei guter Sicht den Lichtstrahl sehen. Mandalay Bay Hotel, wir haben Aquarium hier drin mit Haifischen und Schildkröten. Du kannst sogar mit Haifischen schwimmen gehen. Welcome to Las Vegas. Neben den Superlativen am Strip gibt der Auswanderer auch jede Menge Insider-Tipps. Dazu fährt René in den alten Stadtkern von Las Vegas, die Fremont Street. Hier entstanden einst die ersten Casinos. Mittlerweile hat der Strip dem alten Stadtzentrum den Rang abgelaufen. Dafür ist hier alles ein bisschen billiger als auf dem funkelnden Strip. Geradezu Main Street Station, Casino, Brewery und Hotel. Super günstiges Buffet, kostet abends $11,99. T-Bone Steak unter $20. Für Las Vegas Verhältnisse extrem günstig. Was auf keiner Las Vegas Tour fehlen darf, sind Siegfried und Roy. Die verstorbenen Zauberer werden in Las Vegas immer noch verehrt, sind auch jedem deutschen Touristen ein Begriff. Also Siegfried und Roy stehen wirklich für den deutschen Auswanderertraum, weil die sind Ende der 60er Jahre ausgewandert mit absolut nichts, ohne irgendwie begleitet worden durch die Presse oder Fernsehen etc. Alles von selber aufgebaut, mit so gut wie nichts hergekommen. Und ich muss immer wieder sagen, ohne Siegfried und Roy wäre Las Vegas nicht das, was es jetzt ist. Vor 5 Jahren lernte René die beiden persönlich kennen, vermisst sie sehr. Vor allem Siegfried beeindruckte ihn. Er war halt auch öfters da gewesen, ist dann vor die Tür gekommen, hat meinen Gästen Tag gesagt, hat mit dem Einzelnen gesprochen, Mensch, wo kommst du her? Du bist die Heidemarie, auch aus Rosenheim, warst du auch schon in dem Restaurant? Ich habe dann schon immer so gemacht, weil die nächste Tour denn anstand. Und mit ihm einzeln Fotos gemacht, super nett gewesen. Und ich als Tourguide war in diesem Moment komplett außen vor. Neben dem Las Vegas Standardprogramm lässt sich René immer noch ein besonderes Highlight für das Ende der Tour einfallen. Diesmal ist es der Friedhof der Neonschilder. Das sind ganz alte Hotelschilder von den Hotels, die es nicht mehr gibt, die abgerissen wurden, gesprengt wurden. Und zur Erinnerung gibt es halt dieses Museum dafür. Und hier sehen wir mal so richtig Geschichte von Las Vegas. Auf 9000 Quadratmetern lagern hier die Neon-Zeitzeugen der letzten 8 Jahrzehnte. Insgesamt über 250 ausrangierte Schilder. Patrick und René sind hin und weg. Guck mal, 1905, Gründung von Las Vegas. Das ist das Original-Sign vom Golden Nugget in Downtown. Guck dir mal an, wie alt diese, wie demoliert die schon sind. Die alte Farbe da drauf, wie das alles abgeplatzt ist. Hier haben wir was richtig Cooles. Und zwar haben wir hier die Aladdin-Lampe vom alten Aladdin-Hotel, was jetzt das Planet Hollywood in Las Vegas ist. Okay. Wollen wir mal rubbeln?
Vielleicht kommt das raus. Es ist wie eine Zeitreise zu den Anfängen des Spielerparadieses. Hier ist tatsächlich die Geschichte von Las Vegas zu sehen. Wir haben hier Zeichen, die sind von den ersten Hotels in Las Vegas, von Downtown. Und du siehst auch noch die alten Glühbirnen drin, nichts mit LED, nichts modern. Halt die richtige Geschichte, ob das Frontier ist, ob das das Sahara Hotel ist. Es gibt ja auch Kunden, die schon mehrfach in Las Vegas waren und das letzte Mal vor 20 Jahren hier waren und sagen, wo ist der Totenkopf vom Treasure Island Hotel? Ja, der steht hier. Ein Schild, das wohl nie eingemottet wird, ist das berühmte Las Vegas Sign. Heute auch Abschluss der Tour. Renés Gäste sind rundum zufrieden. Oh, sensationell. Also wirklich sehr aufschlussreich geworden. Die ganzen Insider-Tipps, Geheimtipps und so. Angefangen in der Früh, allein das Steak um 12,99 €. Ja. Also das finde ich natürlich ganz super. Nein, also wirklich sensationell. Feierabend für Tourguide René. Den genießt der 43-Jährige in seinem Haus rund 20 Autominuten vom Strip entfernt. Hier lebt er mit Hund Spike. Mit ihm ist er 2013 aus Berlin ausgewandert. Er ist mein bester Freund und das ist sein bester Freund. Statt grauer Regensuppe in Berlin genießen René und Spike ihr neues Leben unter der Wüstensonne Nevadas. Ein Zurück nach Deutschland, undenkbar für René. Es war nach einem Jahr mal Sehnsucht nach Deutschland. Und da bin ich ehrlich, da bin ich dann zurückgeflogen, um Urlaub zu machen. Und nach 2 Tagen habe ich dann aber gesagt, nee, denn doch wieder Amerika. Und der endgültige Entschluss, wirklich, dass ich gesagt habe, das ist mein Zuhause, war der Landeanflug auf Las Vegas, die Wüste, die roten Berge, das Aussteigen, denn diese Wärme, wo ich dann gesagt habe, nee doch, das ist dein Zuhause hier. Seitdem hat sich René voll auf seine Touren konzentriert, bietet mittlerweile auch Ausflüge ins Death Valley oder zur geheimnisvollen Area 51 an. Um das Geld geht es ihm dabei gar nicht, denn finanziell hat er schon ausgesorgt. Dem 43-Jährigen gehören mehrere Immobilien in der Stadt, alle zum Schnäppchenpreis nach der Finanzkrise gekauft. Es war richtig Goldgräberstimmung gewesen in Las Vegas und ich stand damals mit meinem Makler genau hier an dem Punkt und wir hatten dann dieses Haus gekauft und ich hatte noch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Ich habe gesagt, stehen denn noch mehr Häuser zur Verfügung? Und der hat einfach gesagt, such dir eins aus. Wir haben wirklich Monopoly gespielt. Das darf man gar keinem erzählen, das ist aber wirklich so. Die waren halt einfach günstig. Die Häuser waren wirklich im Durchschnitt zwischen 40.000 und 80.000 Dollar. Heute sind die gleichen Häuser rund 250.000 Dollar wert. Und René hatte zu Hochzeiten 11 Immobilien. Der deutsche Auswanderer hat es in Las Vegas wirklich geschafft. Ich wollte den American Dream leben und ich lebe den American Dream. Ich lebe da, wo andere Urlaub machen. Ich verdiene hier mein Geld. Ich mache deutschsprachige Touren, die mir mega Spaß machen. Spike ist bei mir, habe ein schönes Zuhause, habe einen Pool im Garten, bin finanziell unabhängig durch die Selbstständigkeit, kann mir sowas hier aussuchen. Was will man mehr? René hat für sich den Jackpot geknackt. Eine Stadt gefunden, die niemals schläft, die alles bietet. Von der Seeidylle bis hin zur vollen Entertainment-Dröhnung der Superlative am Strip. Und genau das ist Las Vegas.